Ja, hallo und ein herzlich willkommen zu eine kleine Schaurunde mit den Sander und den Smoker. Servus. Ja, Hupe mal, ja. Scheunendisco. So, ich mache mal hier schnell sauber, Das Geile weil. an dem Unimog ist ja, der hat ja vier Lampen. Das finde ich ja auch so geil an dem. So, wo musst du jetzt die Müll schicken? Beim Müllverkauf, was ich dir gesagt habe. Fahr mir Fahrt nach. Feld 32. Muss ja noch Motor stoppen. Gut, dass das ein Unimog ist, du. Der hätte sich, alles andere hätte sich auf dem Zaun jetzt glatt festgefahren. Also erstmal zur Info. Diese Welt hier. Ich Der wollte gerade Schlepper mal die bräuchte Zuschauer was eventuell. erklären. Ach, halt die Klappe, der Schlepper bräuchte vielleicht vorne noch ein Gewicht. Quatsch. Muss Ich erst hab mal noch kein gucken, wo ich jetzt Gewicht. hier lang muss. Also nochmal. Was? Nicht du, die Zuschauer. Wie? Ach, vergiss es. Okay. Also, liebe Zuschauer, diese Welt ist nur. Dreht sich eigentlich nur alles um Tiere. Wir bauen zwar hier Felder an, aber nur für die Tiere. Ja. Weil zurzeit haben wir einen Tierbestand von 96 Der schlingert ganz Schafen. schön. Ich glaube, der braucht tatsächlich ein Frontgewicht. Ach, ihr könnt alle nicht fahren. 69 Rocker, Schweine kuppel den Anhänger mal ab. Ich und versuche mal, ob ich 35 da mit dem Kuhbesten. Unimog hinkriege. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Da schauen wir, Laut ja. Rorus, Wollen laut wir auch Rorus soll es fernwandeln ja hin? funktionieren. Mal gucken. Okay. Fahrt ihr da hin? Wo fahrt denn ihr hin? Sag mal. Ey, ich kann besser Karten lesen als du, ja? Was? Ihr macht doch schon wieder ein Okay. Blödsinn. Achtung, Gegenverkehr. Ich fahre am besten mal mit. Ja, was meinst du, warum ich hier mitfahre? Damit ich ihn notfalls rausziehen kann. Wow! 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 Das hat geschoben. Oh jo. Wie viel Ach so, Liter hast geht du er weg. drin? 22.500. Das Pult. Das drückt. Das Das schafft sag ich er. doch. Das schafft er aber. Der hat ein bisschen Ja, über aber gerade 400 so. PS und 54 PS, keine Ahnung. Ich hab zur Not Allrad an und alles. Brauchst du nicht. Das schafft's auch ohne. Ich vertraue dir nicht mehr. Also, wenn ich Was? schaffe, Wo kommst schaffst du du denn her? so. Ja, von hier. Aha. So einfach mal folgen. Bitte. Ja, er folgt mir schon. Ich bin zuverlässiger. Definitiv. Die Kurve ist so groß. Heul doch. Ja, da fahren wir zu dritt jetzt dahin. Okay. Wenn du unbedingt mit angeschissen kommen willst. Ach ja. Hä, wo fährst du hin? Bist verkehrt. Ach, hier Muss ist gar hier keine lang. Kreuzung. Hier lang. Alter. Hier ist gar keine Kreuzung, ey. Die Karte ist irreführend. Ach Quark. Natürlich. Ich habe gedacht, hier ist eine Abzweigung. Hier auf der Brücke möchte man aber auch nicht tot über dem Zaun hängen. Wieso? Da ist noch genug Platz. Ja, für so ein kleines Auto hier. Aber Aber du musst ein bisschen Yes geben, ja? jetzt könnten wir bestimmt die Abschleppstange gut gebrauchen. Nee, das schafft er auch so. Alter. Und dann hier Oh, hoch. Kurve!
steht dann hier rum? Wo? Ja. Ja, dem Asphalt folgen. Eh, immer Asphalt folgen. Boah. Sander, guck doch mal geradeaus. Kann ich dafür, wenn du einfach so bremst? Hä? Was ist denn das hier für eine Aktion? Ein Berg hoch. Ach du Scheiße, ist das breit hier. Extrem schmoll die Straße. Ja, ja. Oh, passt doch. Ich glaube, da hättest du lieber. Einen kleinen Sattelauflieger-Tank gibt's ja nicht. Lässt du mich den Tank zurücknehmen? Wieso? Weil ich auch mal was tun will. Mach doch dann. Hier, Tango. Echt? So? Ne. Du standst aber sowas von. Ja. Der hält immer genau da an, wo man ihn nicht gebrauchen kann. Ja, das ist, weißt du, so viel Platz. Nein, genau, du fährst genau auf mich drauf zu. Als ob du nichts siehst. Hm? Ja. Ich spiel Roro? Hm, klar. Du machst ja Schaurunden, echt. Bleib da einfach stehen, nix. Drück auf R. Lass mich, ich kann das. Sieht man. Ups, kaputt. Wo willst du hinfahren? Das ist doch hier, oder nicht? Ja. Warum hält? Bleib einfach mal stehen. Ja und? Ja, und drück auf I. Oder R, keine Ahnung. Steht aber nichts mit I oder R. Drück einfach. R oder I, eins von beiden. Sollte trotzdem funktionieren. Oder? Drückst du? Drück mal R. Stand aber nichts da. Ist ja, ob es da steht oder nicht. Da passiert aber nichts. Der Hänger ist immer noch voll. Ich hab Standbild. Ich auch. Was? Ich nicht. Ich doch. Aber wenigstens funken noch. Aber es hört sich so an, als ob er abpumpt. Ja, aber da passiert nichts. Die Zahl wird nie weniger. Ja, und ich kann mich auch nicht bewegen. Dann hat sich das jetzt gerade, glaube ich, aufgehängt. Ach ja. Kann aber nicht sein, es läuft doch über ein Rohr. Du kannst dich bewegen. Hat ja auch Standbild. Ich kann mich aber bewegen. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Kannst du irgendwas anderes machen? Ich kann ja auch nicht machen. Ich kann laufen und alles. Ich kann kannst bei du in den Unimog steigen? Ja. Kannst du fahren? Nö. Kannst du in den Trecker hier steigen, den roten? Ja. Kannst du fahren? Nein. Aber ich kann rumlaufen. Ich nicht. Ich setze jetzt deine Mütze ab und setze den Haufen auf deinen Kopf und setze dir die Mütze wieder auf. Und draufhauen, nicht vergessen. Also ich denke mir mal, da irgendwas stimmt ja nicht. Kannst du in deinen Trecker einsteigen und den Tankvorgang abbrechen? Ich kann auch nicht mal escape. Ja. Ah, jetzt geht's wieder. Das war aber jetzt komisch. Jetzt könnt ihr nichts mehr machen. Jetzt habe ich wieder Standbild. Jetzt habt ihr nicht mehr. Jetzt habt ihr wieder Standbild. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt wieder. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ja. wieder. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt Alter, wieder. Hör auf, jetzt mit nicht der Pause ist das rumzuspielen. Leute, nee. Jetzt habt ihr wieder Standbild. Ja. Das heißt also, Milch kann man gar nicht abtanken, oder was? Scheint fast so. Oder muss Roro das machen, weil er Horst ist? Ja, dann lass ich mich machen, ja. So, dann gucken wir mal. Und? Komischweise geht's da. Ja. Ich hab Standbild. Ich nicht. Ich kann nichts machen. Echt? Ja. Ich kann rumlaufen. Und Smoker läuft bei mir auf der Stelle. Jetzt ist er in den Traktor geploppt. Hä? Ich hau mit dem Traktor weg. Ja, das sehe ich. Oh, ich kann mich nicht. Ich selber kann aber nichts machen. Ich kann mir jetzt einen abrufen.
Ich kann mich nicht mal umsehen. Ist er gleich vorbei? Der ist gleich leer. Merke ich. Ich drehe dich schon mal in die richtige Richtung. Nein! Was nein? Ich will nur den Hänger ankuppeln. Geht's jetzt wieder bei dir? Yep. Schön. Und wie soll er den jetzt abkuppeln? Was? Ihr sollt den Hänger abkuppeln, damit ich... Oh nein, nicht das! Ach Gott! Den Trecker vom weißen Tankanhänger abkoppeln. Dann mach mal. Ach man, ich mach... Jetzt baust du die Zapfwelle wieder an? Ich, ist doch jetzt ab. Ich baue die Zapfwelle ab und du baust sie wieder an, du bist komisch. Wenn der rote Trecker da weg wäre? Boah, ich denke, du hast abgebaut. Der Uni hat ja Beifahrerskript. Cool. Lol. Ich vorbeifahren damit. Und der eine Trecker hier? Ich vorbeifahren damit. Ich sitze am Fenster. Echt? Gerne. Nur Blödsinn, Michelle. Das ist auch der Rische. Sandro muss aussteigen, ja? Und ankoppeln. Ja, ja. Ah ja, da. Willst du vorfahren? Ja, kann ich machen. Cool mit dem Beifahrerskript. Ja. Ist denn mit dem Unimog geht das viel besser? Ja, aber nicht berghoch. Wenn er voll ist. Das kann ich ja nicht ausprobieren. Es geht besser, es geht besser. Klar. Ja, das Fahrverhalten hier ist durch das mit der Motorbremse noch ein bisschen schwammig. Ja, das mit der Motorbremse, das kenne ich ja noch nicht. Mhm. Ja, oh. Wenn du hier so schnell um die Kurve fährst, dann fliegst du raus, ja. Kenn ich. Oh, das ist ja Wasser! Und tschüss! Ey, wir sind noch an Land! Ey, du bist so rüber! Mach Allrad! Ist schon! Differential? Alles drin! Da fahr ich standardmäßig schräg mit! Das ist ein Unimog, Junge. Jeder, das liebe Zuschauer, die machen nur Blödsinn. Der schafft das, der Unimog. Das ist ein Unimog, das ist eine Kampfsau. Ihr habt doch mehr Glück als Verstand, oder? Nein, wir fahren einen Unimog. Ein eingebautes Glück. Wie war das? Ich brauch kein Glück, ich hab Munition. Wir brauchen kein Glück. Wir fahren einen Unimog, der kann alles. Ja, das passiert, wenn man die Karte nicht kennt. Und das Beifahrerskript ist geil. Zaun! Alter, spinnst du oder was? Nö. Du kannst dich doch nicht einfach so rammeln. Jetzt musst du bremsen. Frage, wo bin ich hier? Im Unimog. Ja. Nicht aufs Feld fahren. So ist das Feld fahren? Nein, das nicht auf mal Feld. Angekratzt. Was machst du? Wo fährst du hin? Brauchst einfach eigentlich hier geradeaus fahren, ne? Und dann fährst du hier rein. Ups. Du könntest mir auch mal sagen, wo ich hier bin und wo ich hin soll. Na hier, wo ich stehe. Ich fahre hier rum wie Falschgeld. Ja, oh, das kannst du gut. Hier, wo ich stehe, musst du hin. Na, jetzt ist es zu spät, jetzt weiß ich's. Nö, muss ich schon abdreschen? Nee, noch nicht. Meine Güte. Das ist ein Chaos, echt, ja. Meinst du? Alter, da ist ja noch ordentlich mit drin. Da kann ich ja gleich nochmal wegfahren. Hä?
Ja, 10.000, 11.000, 12.000. Der war da aber nicht voll. 15.000, 16.000. Erst müsste er da sein. Knapp 18.000. Ja, ist nicht voll. Aber gut gefüllt. Reicht, um wegzufahren, Alter. Da fährt man doch sonst die Hütte breit hier. Lass mal den Unimog, der Unimog kann das gut. Lass mal den Uni ran. Der Uni kann das gut. Wir müssen mal, warte, ich muss mal schauen, wie weit die Felder überhaupt sind. Warte mal, was geladen? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang fahre. Ach, ich hab Spaß wieder, dran. Ich geh wieder cruisen. Ich suche eigentlich einen Hof. Wo bist du? Was machst du da oben? Was machst du da oben? Wahrscheinlich genau der, über den wir gerade weggesprungen sind, ne? Weiß ich nicht. Ja, das ist der. Ah, ich fahr keinen Unimog, da mache ich das nicht. Ja. Was machst du da oben, sag mal? Wieso da oben? Ich bin unten im Tal. Nee. Oh, da ist ja Wasser! Du Sau! Das ist dasselbe Wasser wie vorher! Ja, ich glaub so. Sag mal, was machst du? Du fährst doch komplett verkehrt. Da kommst du nie raus. Du musst nämlich wieder zurückfahren. Da musst du den einen Weg, den wir gerade zurückgefahren sind, da lang fahren. Wo warten wir? Da, wo du gerade herkommst. Jetzt geradeaus, den Berg hoch und dann über die Brücke. Ja, so war's in der Art, ja. Also geradeaus jetzt. Geradeaus, wenn du eine Straße gefunden hast, musst du nach rechts. Nicht die Räder. Was? Jetzt hier ist Straße. Ja, genau. Genau da lang. Hier ist Straße, cool. Alter, weg du Frosch mit deinem Pickup, ey. Ist halt so, wenn man die Map nicht kennt. Ja. Da ist den Unimog, nimm ich mit. So, sind jetzt überhaupt die ganzen Väter hier? Ja, ja. Fährst du den Traktor? Das macht er nur so langsam, weil ich am Zaun hängen geblieben bin. Ich sitze bei dir drinne. Ja, ey, wo steht denn der? Oh, echt? Das Doofe ist, Roro muss dann wieder abtanken, ne? Nicht unbedingt, ich hab's ja noch nicht probiert. Könnte aber genauso sein wie bei Smoker. Könnte, heißt nicht muss. Das Doofe ist, du kannst als Beifahrer kein C drücken. Mit Außenperspektive. Okay. Aber hey, wir fahren im Unimog. Ja, und der trägt hier um einiges besser als der Trecker. Als der Valtra. War das ein Valtra? Ja, das war ein Valtra. S-Serie, glaube ich. Ich bin mehr der Case-Fan, der Glas. Ich stehe mehr auf JCB. Valtra. Glas. Und JCB ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Ja. So, und was waren die überhaupt noch? Also die Felder sind noch nicht reif. Ja, außer das eine, oben Feld 10. Muss da gedroschen werden? Ja. Bin unterwegs. Aber das machen wir im nächsten Fall überwenden. Och nö. Da brauchen wir den. Ich kann abtanken. Unimog fürs Abtanken. Es funktioniert alles. Und ich nehme den Valtra. Cool. Wieso geht das bei dir und bei Smoker nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht war es von deine Karte. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao. Tschüss.